Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf dem Bürgerstock steht eines der bekanntesten Gourmet-Restaurants der Schweiz. Auch wenn Sie und ich nicht jeden Tag dort ein- und ausgehen, kennen Sie den Küchenchef doch ziemlich gut. Es ist der Armin Amrain, der jeden Mittwoch hier bei uns Gast im Studio ist. Grüezi miteinander. Auch dieses Jahr hat er für uns feine Festtagsmenü zusammengestellt, die einfach zum Nachkochen sind und die sicher gelingen. Der Anfang dieser kleinen Reihe macht heute leichte Vorspeise aus frischen Saisongemüse und Früchten, wie man es jetzt in unseren Läden findet. In unseren Früchten- und Gemüse-Rayon wird die Auswahl an Produkten aus biologischer Landwirtschaft auch im Winter immer grösser. Neben Herdöpfel, Rüebli, Sellerie und so weiter hat man jetzt auch die Wahl zwischen mehreren Salaten und verschiedenen Früchten, die ohne chemisch-synthetische Spritzmittel bei der Unkraut- und Schädlingsbekämpfung angebaut worden sind. Jetzt aber zurück zum Rezept. Frische Produkte haben Sie am liebsten, Armin. Richtig. Beim Zusammenstellen der Menü schauen wir vor allem, was gerade Saison hat. Erst dann wird ausgewählt und entschieden. Und das Ergebnis wäre jetzt eben die erste Vorspeise aus dem Coop-Weihnachtsmagazin. Ein orange Rüebli-Süppli mit Zimt-Crouton. Kaktus, Schalotten im Anken andünsten. Rüebli dazugeben und mitdünsten. Die Schale von einer Orange beifügen und mit Bouillon aufgießen. Jetzt alles weich kochen und mit dem Mixer pürieren. Orangensaft dazugeben und nochmal aufkochen. Dann das Süppli mit Anken aufmixen und mit einem Dezirahm verfeinern. Mit Orangenlikör und weissem Wermut Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Zimt-Crouton servieren. Und die Zimt-Croutons sind natürlich, Entschuldigung Armin, nichts anderes als Brotwürfel, die man im Anken goldbraun röstet, mit wenig Zimt bestreut und dann ganz leicht salzt. Richtig! Und da zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Danke, Armin. Das war einer von 9 verschiedenen Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop-Weihnachtsmagazin in aller Ruhe nachlesen können. Heute in einer Woche erwarten wir Sie aber wieder hier im Coop-Studio. Dann mit dem Hauptgang einem Entrecote-Double mit Röstikrosten auf Gemüsegratin. Wäre doch schade, wenn Sie das würden verpassen. Jetzt kommen aber zuerst noch ein paar Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Kilo Blumenkohl aus Italien kostet 2,70 €. Und Siburo Badreiniger mit der Nachfüllflasche gibt es für 3,95 €. Mit der GoProfit-Karte gibt es Napoli-Tomaten geschält zum halben Preis, denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen und sofort profitieren. Das war es von uns aus dem Coop-Festtagsstudio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.